Hallo, meine lieben Erdzeichen. Diese Legung ist für euch. Und zwar, diese Legung ist für die zweite Hälfte des Monats Oktober. Was wird passieren? Was kommt in der zweiten Hälfte auf dich zu? Schau einfach, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Und deswegen kann es sein, dass zum Beispiel nicht alles und auch nicht zu 100% mit dir deiner Situation übereinstimmen wird. Und ich verwende heute das Fantastical Creatures Tarot. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Ich fange jetzt auch an, für dich die Karten zu mischen. Wie wird die zweite Oktoberhälfte für alle Erdzeichen? Ich habe hier den Pagen der Schwerter. Das ist natürlich hier eine Chance, die auf dich zukommen wird. Und ich habe hier das Ass der Münzen. Also im Monat Oktober zeigen mir hier die Karten, dass zwei Chancen auf dich warten. Also in der zweiten Hälfte des Monats Oktober warten auf dich zwei Chancen. Und zwar, die eine kommt auf dich zu, das ist ein Angebot, das ist ein Vorschlag, das ist eine Chance, die sich dir anbieten wird. Und die andere Chance, das ist etwas, was sich bemerkbar macht, aber sich nicht aufdrängt. Hier das Ass der Münzen. Es kann natürlich aber auch sein, bei einigen von euch, dass die erste Chance die zweite mit sich bringt. Ja, zuerst wird sich der Page der Schwerter offenbaren und danach folgt das Ass der Münzen. Aufgrund der ersten Chance kommt dann die zweite Chance zum Tragen. Nacheinander. Sie sind miteinander verbunden sozusagen, ja. Und das ist hier der Page der Schwerter. Das ist hier die Chance auf Klarheit, alles klarzustellen, klar Schiff zu machen. Vielleicht wird jemand auf dich zukommen und mit dir reden wollen, Klartext reden wollen, alles aus der Welt schaffen. Ich habe hier auch für einige von euch sowas wie, jemand möchte dich aufklären. Jemand möchte dir etwas sagen. Und das, was diese Person sagen wird, das wird für dich Klarheit schaffen im Leben, du bist dann aufgeklärt und deswegen kommt die zweite Chance, weil diese wird dann für dich sichtbar aufgrund dessen, was diese Person zu dir gesagt hat. Es kann aber auch hier so sein, dass sich einfach eine Chance für dich bieten wird, für die eigene Sache sich einzusetzen. Ja, das kann hier auch sowas sein mit dem Pagen der Schwerter. Du kannst auch die Chance kommen auf dich zu, vielleicht etwas einfach hinter dich zu lassen, zum Beispiel durch Gespräche, durch Kommunikation. Ja, das ist die erste Chance. Und die zweite Chance, das ist das Ass der Münzen. Das ist hier die Chance in deiner vielleicht Außenwelt, also in deinem Leben, etwas zu bekommen, dass sich etwas für dich verbessert, ja, oder im Inneren kann sein, dass das für dich dann Glück bedeuten wird, wenn du diese Chance nicht liegen lässt, wenn du diese Chance annimmst, ja. Ich habe das hier so, nicht alle werden diese Chance, diese zweite Chance, die da irgendwie noch rumschwirrt, nicht jeder wird diese Chance annehmen können, aber diese zweite Chance habe ich hier so, dass im Endeffekt wird das Ganze dir Glück bringen, für dich Glück bedeuten. Ich habe hier die Münzen, also kann es sein, dass das jetzt etwas mit dem Geld zu tun hat, ja, oder mit dem Beruf. Ich werde noch schauen, was die Karten hier oben noch sagen, ja, aber hier in erster Linie habe ich hier auch sowas wie,
Durch deine Klarheit, durch deine klare Einstellung kannst du die andere Chance annehmen auf auf diese Bereicherung, auf den Zugewinn, auf etwas, was dir auch Freude und Stabilität bieten wird. Und du wirst sie auch nicht übersehen können durch die erste Chance, ja? Sowas habe ich ja auch für einige von euch drin. Aber auf jeden Fall liegen hier auf dem Tisch vor mir zwei Chancen für dich. Die eine wird sich dir bieten, also sie kommt auf dich zu. Das könnte auch jemand sein, der auf dich zukommt, dir etwas vorschlägt. Das ist diese Chance, ja, ein Angebot, hier Klarheit zu schaffen, zu sprechen, zu kommunizieren, alles aus der Welt zu schaffen. Und dann die zweite Chance, das ist hier etwas, was du sehen wirst. Aber es kann sein, dass dich das dann nicht interessiert oder du bist in dem Moment dafür nicht empfänglich. Das wird sich dir nicht aufdrängen, sondern wenn du es siehst, kannst du entweder zuschlagen oder nicht. Das kann natürlich ja auch ein Schnäppchen sein. Ja, ein Schnäppchen in jeglicher Form muss nicht unbedingt etwas mit einer Sache zu tun haben, die du kaufst, sondern alles andere kann ja auch ein Schnäppchen sein. Zum Beispiel, dass du eine Freundschaft beginnen wirst, die für dich sehr positiv ausfallen kann. Ja, das ist hier auch eine Chance auf eine Freundschaft, was ich hier sehe, mit einer Person. Ich habe hier keine Liebe, sondern das ist wirklich eine Freundschaft. Eine neue Freundin, ein neuer Freund kann in dein Leben kommen. Es kann auch jemand aus deiner Vergangenheit sein. Dadurch, dass du hier in die Klärung gehst mit dieser Person, wird die Person zu deinem Freund. Das kann hier auch so sein, ja? Das sind hier die beiden Chancen, die sich in der zweiten Hälfte des Monats Oktober für dich bieten, dir bieten werden, für dich da sein werden. Aber ich schaue, was hier oben ist. Die sieben der Schwerter. Der Tod. Und die Königin der Stäbe. In der zweiten Hälfte des Monats Oktober wirst du in deine Stärke gehen, in deine Kraft gehen. Du wirst eine neue, andere Seite an dir entdecken. Ja, ich weiß, Erdzeichen neigen dazu, alles vielleicht oder vieles, was eine Veränderung, eine krasse Veränderung im Leben bedeuten wird, vor sich herzuschieben, sind nicht so leicht dafür zu begeistern, irgendwie zum Beispiel etwas auch zu wagen, Risiken einzugehen. Ja, Erdzeichen sind meistens so ein bisschen ja, erdverbunden, mögen die Stabilität, mögen stabile Verhältnisse und irgendwelche waghalsigen Unternehmungen, naja, da wird erstmal viel darüber überlegt, ob überhaupt, ja. Sicherheit ist sehr wichtig für die Erdzeichen im Allgemeinen, ja. Und auch wenn du Aszendent Erdzeichen bist, dann gilt es natürlich für dich hier genauso. Aber bei dem Aszendenten, da geht es eher, was ich hier so sehe, in deine innere Einstellung, weniger jetzt, dass in deinem äußeren Umfeld viel passieren wird, sondern es geht hier eher um die Gefühle, um die innere Einstellung, die sich verändern wird. Und natürlich, wenn sich dein Inneres verändert, hier mit der Königin der Stäbe, ja, dass sich dann automatisch dann auch später deine Außenwelt etwas verändern wird. Ja, aber ich habe das hier so, dass diese feurige, spannende, interessante Energie, wenn du Aszendent, wenn dein Aszendent im Erdzeichen ist, dann ist es eher innerlich und wenn du vom Sternzeichen ein Erdzeichen bist, dann ist es erstmal äußerlich, ja, in der Außenwelt. So könnte man das hier sagen. Und die Königin der Stäbe, sie verfolgt ein Ziel. Also du wirst auch hier ein Ziel haben, ein Ziel verfolgen, vielleicht sogar etwas auch für dich abschließen können, endgültig und dann nach diesem Abschluss bieten sich die neue Chancen, auch durch deine innere neue Einstellung.
bieten sich dir diese Chancen oder dadurch, dass du halt mehr diese Eigenschaften der Königin der Stäbe, also dieses feurige, leidenschaftliche, etwas schneller unterwegs sein, ja, mit den Gedanken oder einfach mit dem, was du tust, einfach ein bisschen schneller sein, weil du mehr Energie hast, ja. Kommen diese Chancen hier auf dich zu, ja, deswegen kommen diese Chancen, das sehe ich jetzt hier ganz schön, dass du diese Chancen deswegen anziehen wirst, weil du einfach dich so ein bisschen durch den Tod, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern auch bei einigen von euch etwas stärker, etwas weitergehender verändern wirst in deiner Power, ja, in deiner Kraft. Und das wird sich natürlich auswirken. Dadurch kommen andere Gedanken, dadurch fällt dir viel leichter, viel schneller geht es voran. Und auch ich sehe hier sowas wie durch deine innere andere Einstellung kannst du auch einfach andere Sachen sehen, die du vielleicht vorher übersehen hast, die dich überhaupt nicht interessiert haben, ja. Das könnte hier auch so sein und deswegen kommen auch hier die Chancen. Vielleicht hättest du das früher überhaupt nicht bemerkt oder überhaupt nicht irgendwie in Betracht gezogen, in diese Richtung zu gehen, das so zu machen, das überhaupt anzunehmen hier. Und jetzt dadurch, dass du hier diese Kraft bekommst, ja, das innere Feuer brennt, würde ich sagen. Siehst du das? Nimmst du das an? Kannst du das auch irgendwie umsetzen und für dich gut nutzen? Ja, so würde ich das hier sagen. Ja, und ich habe hier die 7 der Schwerter und den Tod. Also der Tod ist natürlich die Transformation, eine Veränderung. Für dich ist in der zweiten Hälfte des Monats Oktober habe ich hier die Veränderung, die Transformation. Wie gesagt, entweder im Inneren oder im Außen. Es könnte sein, dass es hier für dich, ja, je nachdem, ob du jetzt Sternzeichen hier, Erdzeichen bist oder halt Aszendent, ja. Aszendent habe ich das eher erstmal im Inneren und Erdzeichen habe ich das eher in der Außenwelt, ja, dass diese Transformation hier zu dir kommen wird, möglich für dich sein wird, beziehungsweise, ja, unausweichlich ist bei einigen von euch. Es kommt und so ist es nun mal. Es geht nicht anders und du musst einfach damit irgendwie umgehen, ja. Und die Karten geben dir natürlich hier auch eine kleine Anleitung an die Hand, ja, was du machen kannst. Annehmen und einfach powern, einfach machen, dich nicht zu doll irgendwie aufhalten lassen, zu viel darüber nachdenken, sondern einfach schauen, okay, das ist jetzt bei mir los, diese Veränderung ist in meinem Leben, es hat sich etwas transformiert, gut, okay, was kann ich damit tun? Und zwar schnell, nicht zu lange überlegen, nicht zu lange dich aufhalten lassen, ja, wirst du auch hier auch irgendwie nicht können, ja, sich irgendwie viel Zeit zu lassen, habe ich auch in den Karten. Und wie gesagt, und du weißt jetzt, dass dadurch tolle Chancen auf dich warten, tolle Chancen in dein Leben kommen werden. Und deswegen brauchst du jetzt, vielleicht haben manche von euch ein bisschen Angst vor dem Tod, ja, von der Transformation. Weil das ist ein bisschen mystisch, beziehungsweise etwas Unbekanntes, ja, das ist manchmal so ein komisches Gefühl, wenn diese Karte fällt, ich selber habe manchmal so ein komisches Gefühl, na, was mag das jetzt bedeuten, weil diese Karte, die ist nicht ohne, aber Veränderungen sind gut, ja, also sie bringen natürlich auch vielleicht manchmal auch Negatives mit sich, aber ich habe das hier so in den Karten, dass das Positive auf jeden Fall hier überwiegen wird durch diese Transformation, also sich nicht zurückhalten habe ich hier, ja, nicht zurückhalten, nicht hinterm Berg halten und ich habe dich momentan hier, das ist die allererste Karte, ich mache die ganz zum Schluss, weil die wird jetzt nicht so viel Bedeutung für dich haben, weil dann kommt schon die Transformation und deswegen ist die erste Karte
Ja, nicht so wichtig. Die Karten haben mich auch hier so geführt, dass ich von hinten anfange, ja, nicht von Anfang an, sondern das anders herum gestalte. Und deswegen ist diese Karte jetzt die 7 der Schwerter. Naja, das ist hier sowas wie sich zurückziehen, ausweichen, sich dem nicht stellen wollen. Vielleicht auch hier ein bisschen in deinem Leben Lug und Trug. Vielleicht sagt dir jemand nicht ganz die Wahrheit. Vielleicht hat sich jemand fies verhalten und ist jetzt gar nicht mehr erreichbar, nicht mehr zu sprechen. Und ich habe hier aber die Chance, dass die Klärung kommt, dass diese Kommunikation wieder aufgenommen wird, dass durch diese Veränderung hier mit dem Tod, dass du, wie gesagt, in eine andere Einstellung gehen wirst und diese Person wird auf dich zukommen und alles klarstellen, ja, am Ende. Also in der zweiten Hälfte des Monats Oktober. Also brauchst du dir darüber jetzt überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Natürlich ist es vielleicht jetzt momentan für dich etwas belastend, ja, und unangenehm. Und weil diese Person, ich habe das hier, eine Person ist irgendwie entweder falsch, hat irgendetwas hinter deinem Rücken gemacht oder hat sich fies verhalten und dann von dann gezogen. Ja, ich habe das weniger, dass du das bist, sondern irgendjemand in deinem Umfeld. Ja, die Karte weist dich auch darauf hin, dass da jemand ist, der nicht so ganz ehrlich ist zu dir. Und vielleicht tut diese Person so nach außen hin, ja, alles ist gut, aber falscher Freund. Ja, habe ich auch hier, falscher Freund, genau. Und für einige, für einen kleinen Teil von euch habe ich hier, dass dieser falsche Freund am Ende zu einem echten Freund wird. Ja, durch diese Klärung, durch dieses Gespräch, durch Kommunikation, durch diese Aufklärung, Tacheles reden, Klarheit schaffen und das wird von dieser Person kommen. Ja, so habe ich das hier. Kann natürlich auch etwas mit der Liebe zu tun haben, sehe ich jetzt, dass zum Beispiel der Gegenüber dein Herzensmensch sein kann, der sich irgendwie falsch verhalten hat und dich im Unklaren gelassen hat. Und diese Person wird aber Klarheit hier, ja, Klarheit erlangen wollen mit dir. Ja, also mit dir sprechen, mit dir alles aus der Welt schaffen. Ja, weil diese Transformation, die ist hier im Kartenbild so zentral. Das ist ja eine Veränderung, ja? Und diese Veränderung kann auch hier das Innere von deinem Gegenüber, von dieser Person auch bedeuten. Ja, diese Transformation findet im Inneren von dieser Person statt und deswegen anders sich innerlich ausrichten und alles aufklären wollen. Und wie gesagt, für einige, für ganz wenige von euch wird dieser falsche Freund hier zu einem ehrlichen, wahren Freund, beziehungsweise hat die Möglichkeit, wenn du diese Person lässt, ja, wenn du diesen Menschen lässt, zu deinem Freund zu werden, nach dem, was hier alles vorgefallen ist, ja. Das ist natürlich jedem alleine überlassen, aber eine Klärung bekommst du hier. Ja, und da bietet sich eine Chance, eine handfeste Chance. Ich habe hier das Ass der Münzen und das ist natürlich auch etwas, wo du für dich etwas auch bekommen kannst. Ja, also vielleicht gute Laune oder vielleicht sogar ein Geschenk oder vielleicht auch einfach Ruhe im Inneren. Ja, so einen inneren Frieden habe ich hier auch bei einigen von euch. Das ist die Chance darauf, hier ganz am Ende dieser Legung und in der zweiten Hälfte des Monats Oktober. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit, eine schöne zweite Hälfte. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.